Austria haben ihr Ticket für das Viertelfinale im Unica ÖFB Cup bereits gelöst. Die Frage ist, welcher Club wird den beiden Vereinen heute nachfolgen? Ist es der WAC oder doch Rapid Wien? Diese Frage wollen wir in den kommenden 2 Stunden beantworten. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Wolfsberg gemeinsam mit den beiden Trainern Christian Ilzer und Didi Kübauer. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es hat dieses Duell im Cup zwischen dem WAC und Rapid bereits einmal gegeben. Im Viertelfinale 2015 im April war das der Fall. Auf der Trainerbank des WAC damals Didi Kübauer, und der WAC konnte dieses Duell auch für sich entscheiden. Die Torschützen für die Kärntner Kerche und Wernitznik, und für Rapid hat Philipp Schobesberger getroffen. Die Frage, die sich heute vor diesem Duell stellt, wer ist denn heute in der Favoritenrolle? Ich habe das eh schon mehrmals jetzt im Vorfeld des Spieles gesagt. Wenn Rapid gegen WAC spielt, ist immer Rapid Favorit. Aber trotzdem, wir gehen heute mit dem Ziel in das Spiel, das auch zu gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Dietmar Kübauer, nehmen Sie diese Favoritenrolle auch so an? Gerade wenn man sich die Tabelle ansieht, ist ja der WAC mit Platz 4 großartig unterwegs. Stimmt, also ich spiele wirklich eine sehr, sehr gute Meisterschaft, und Cup habe ich eigene Gesetze, und wäre schlimm, wenn jetzt wir sagen würden, wir würden jetzt nicht weiterkommen. Wenn man sich die letzten Wochen ansieht bei Rapid, dann war das eine etwas durchwachsene Phase, wenn man das so sagen kann. Sie haben gemeint, Sie möchten sich bemühen, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Wie kann das heute gelingen? So wie es gesagt habe, ich denke mal, wenn wir jetzt nur mit auf Teufel komm raus nach vorne stürmen, bin ich überzeugt, wird WAC den Schlüssel haben, das uns zu knacken. Es ist sicher so, dass wir natürlich, Rapid muss immer offensiv spielen, aber die nötige Defensive gehört auch in Fußball zu, und da müssen wir in den nächsten Wochen unsere Balance noch besser finden. Die Defensive wird auch heute hier gefordert sein, weil man mit dem WAC auf das zweitbeste Offensivteam der Liga hinter Salzburg trifft. 20 Tore hat man bislang erzielt. Wie wird denn die Spielanlage hier zu Hause vor den eigenen Fans von Ihrem Team aussehen? Ja, wir dürfen uns auf alle Fälle von dem ganzen Krisegerede da über Rapid auf keinen Fall blenden lassen. Wir kennen die Mannschaft ganz gut einschätzen, und wir wissen, dass wir sie natürlich in der Offensive überhaupt keinen Millimeter Spielraum geben dürfen, weil diese Mannschaft einfach absolute Qualität hat. Deshalb Basis für einen Erfolg ist sicher die Defensive, aber wir wollen uns natürlich auch in der Offensive was zutrauen. Ja. Es ist ein Cup-Schlager, der heute hier stattfindet am 31. Oktober, Halloween. Das ist auch das richtige Stichwort, wenn man sich die Serie ansieht, auf die Rapid zurückblicken muss. 13 Spiele hat es hier gegeben, nur einmal konnte man beim WAC gewinnen. Haben Sie diese Horror-Nachricht oder Horror-Serie mit Ihren Spielern im Vorfeld eigentlich thematisiert? Nein, wir waren 13 Minuten dabei. Sie waren hier in Wolfsberg, haben Erfolge gefeiert. Inwieweit ist das noch ein eigenartiges Gefühl, zurückzukommen? In der Liga hat es ja schon Duelle gegeben. Ja, es ist einfach so, ich habe da eine sehr schöne Zeit gehabt, eine sehr erfolgreiche Zeit, und natürlich freut man sich, wenn man wieder altbekannte Herren sieht, aber ich bin jetzt Trainer von Rapid Wien, und ich versuche heute gemeinsam mit meiner Mannschaft natürlich, dass wir da ein gutes Spiel bleiben, und sprich, dass wir in die nächste Runde kommen. Was spricht dafür, dass dieses Spiel nach 90 Minuten zu Ende ist und nicht in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen geht? Ja, man wünscht sich vielleicht in einem Cup-Spiel, in einer englischen Runde, dass das Spiel nach 90 Minuten ihren Sieger gefunden hat, und am bestenfalls den WAC. Aber wenn es 120 Minuten braucht, um aufzusteigen, dann nehmen wir das auch. Süßes oder Saures wird in diesen Stunden oft und gerne gerufen. Mal sehen, ob wir davon heute auch einiges erleben. Eigentlich muss es heute Abend beides geben. Denn im Cup-Schlager des Achtelfinales zwischen Wolfsberg und Rapid muss es einen Sieger, sprich natürlich auch einen Verlierer geben. Also in jedem Fall heute Abend Süßes und Saures. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einem Fußballabend, der uns hoffentlich vor lauter Begeisterung auch die Socken auszieht. Wenn zwei Teams, die in der Liga zuletzt gesiegt und ihre Position in der Tabelle etwas verbessert haben, aufeinandertreffen und um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Ja, Duell. Zwei Clubs mit neuen Trainern, mit viel Bewegung, mit teilweise einem Umbruch. Allein bei Rapid will der Umbruch seit dem Stadionneubau nicht aufhören umzubrechen. Zuletzt allerdings dann ein befreiender 2:0-Sieg in der Liga gegen die Admira. Und wir dürfen gespannt sein, ob Rapid da ansetzen kann. Auf der anderen Seite mit dem WAC eine Mannschaft, die nach 2 Niederlagen gegen Salzburg und Hartberg und einem Unentschieden gegen die Admira zuletzt einen Sieg gegen St. Pölten feiern konnte. Und
vielleicht auch da anschließen kann. Klar ist, wenn es nach der Statistik geht, dann ist für Rapid das nicht nur hier die wahrscheinlich letzte Titelchance in der Saison, sondern bei Wolfsberg statistisch gesehen auch wenig zu holen. Aber was ist die Statistik schon wert in diesem Bewerb, der, wie wir heute auch schon wieder hören durften, ganz eigene Gesetze hat. Also, Rapid zu Gast hier im Lavantal und das bei hervorragendem Fußballwetter. Das sei an dieser Stelle auch gleich mal gesagt, besser geht gar nicht. Bis zu 15 Grad hatte es untertags und jetzt natürlich etwas abgekühlt. Herrliche Bedingungen für einen Superkick bei Wolfsberg. Innenverteidiger Gollner diesmal in einer Dreierabwehrkette, die dann wahrscheinlich auch zur Fünfer wird. Und Sprangler für Leitgeb und Schmerböck in die Mannschaft gerückt. Queen. Wir bleiben stehen. Alles klar, jetzt Ball. Passt. Alles Gute. Alles Gute. Oliver Trachter, der 41-jährige oberösterreichische Sport- und Kommunikationswissenschaftler, ist der Spielleiter heute in Gelb. Den Ehren Ankick wird einer vom Hauptsponsor machen. Und hier noch die Aufstellung bei Rapid. Müldür rechts hinten, der 19-Jährige. Und Ljubicic als Sechser statt Potsmann und Martic in die Mannschaft gerückt. Vorne Pavlovic, der ja noch auf einen Treffer wartet. Ivan Knaas, Müllner und Murk werden versuchen, ihn auch ordentlich zu bedienen. Und da ist Didi Kübauer, der ja hier zwischen September 2013 und November 2015 als WRC-Trainer durchaus erfolgreich war. Und das ist Christian Ilzer, seit Juni der Chef in Wolfsberg. Zuvor hat er mit Hartberg den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Da hinten glüht schon wieder die Rapid-Abteilung und dann geht's auch los hier mit dieser Partie. Das Vorspiel zur Lotterien-Sporthilfe-Gala, die Sie heute zur Primetime sehen werden. Mal sehen, wie viel Lotterie hier heute in diesem Spiel schon dabei ist. 90 Minuten, 120 oder gar noch mehr mit Elfmeterschießen. Alles ist möglich. So, die letzten Kleinigkeiten, dann gibt es ein Signal von draußen. Wir sind bereit und jetzt der Anstoß Rapid, also mit dem Beginn. Und Sonnleitner da hinten, der erste am Ball, und dann sind wir gespannt. Zuletzt gab es zweimal ein 0:0. Das geht sich hier bis zum Ende eben heute nicht aus. Bolingoli. Haben wir links hinten im Zentrum Schwab, da ist Murk. Und dann auch Ljubicic. Und die Frage, wie gut Rapid hier die Zweikämpfe annimmt, wie beide Mannschaften hier das auch körperlich angehen. Ja, gar nicht so übel. Ball von Bolingoli Mbombo, der die linke Seite in der Defensive bei Rapid beackert und natürlich dann auch nach links vorne Tempo machen wird. Alexander Kofler im Tor von Wolfsberg. Das ist Ivan gewesen. Da ist er wieder. Michael Novak, Mattersburg gekommen ist, rechts der Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette oder aus der Dreier-Abwehrkette eine Fünfer-Abwehrkette machen wird. Auf der rechten Seite. Schwab. Ja, die Fahne bleibt wohl unten, kein Abseits. Da ist Pavlovic. In der Liga ja schon einmal gegeneinander gespielt, am dritten Spieltag, das war am 12. August, deutlich wärmer war es, 1:0:0, und in 10 Tagen sind die Herren aus
Wien-Hütteldorf wieder hier zu Gast im Rahmen eines Ligaduells. Da beim Einwurf mit der Nummer 3, das ist der 19-jährige Mert Müldür. Schwab. Direkt zur Mitte. Ja. Und Pavlovic mit einem flotten Abschluss, der dann aber nicht wirklich gefährlich wurde. Kein Abseits, alles korrekt. Saubere Ballbehandlung. Allein 2 Meter circa haben gefehlt. Für den Nebel hat die Pyrotechnik aus dem Rapid-Sektor gesorgt, das ist nicht das Wetter. Sternenklar ist es hier in Kärnten. Sonnleitner, der ja zuletzt in der Liga gegen die Admira zweimal getroffen hat, sein erster Doppelpack in der Bundesliga. Seine ersten Treffer nach langer Zeit. Novak. Dann muss er zumindest aufpassen, Richard Strebinger, das tut er. Aber mit seinen 1,94 Meter bringt ihn das bei aller Konzentration nicht wirklich in Bedrängnis. Sicherheitsvariante hier, seine Aktion. Aber nicht mehr draufgegriffen, alles korrekt, auch entschieden. Bei Wolfsberg noch nicht auffällig geworden, weil die Chance dazu noch nicht da war. Der war Orgil, der Jamaikaner, der gegen St. Pölten per spektakulärem Fallrückzieher getroffen hat. Mal sehen, was ihm heute gelingt. 50 Bundesligaspiele mittlerweile für Wolfsberg absolviert. Da ist er wieder. Keine große Gefahr. Abschluss für Rapid. Manfred Gollner mit der Nummer 4 in der Verteidigung ist mit ihm, mit Cheftrainer Ilzer von Hartberg sozusagen mitgekommen, Christian Ilzer. Bis Mai Hartberg Trainer war. So, das hat nicht gut ausgesehen, dieser Zusammenstoß. Ja, wenn die Köpfe zusammenkrachen, dann wird es immer wieder heikel. Und der, hinter dessen Einsatz heute ein Fragezeichen stand, der war Orgil. Ist da benommen am Boden und auch ein Rapid-Spieler. Ja, Dibon, oh weh, Kopf auf Kopf. Und das heftig, das ist ganz heftig. Beide mit dem Blick nur für den Ball und gerade für Orgil behaupte ich, kommt die Überraschung noch viel größer.
Oh, das hat sehr heftig ausgesehen. Da gilt es den beiden ganz schnell alles Gute zu wünschen. Uiuiui. Bonn ist wieder auf den Beinen, zumindest, und bei Orgel ist ein bisschen Bewegung in den Beinen zu sehen gewesen, aber ich fürchte fast, den hat es heftiger erwischt. Da ist Christopher Dibon, der von hinten kam und Orgel da per Kopf ganz heftig am Hinterkopf erwischt hat. So sehr ich ihm das wünsche, so schwer kann ich mir vorstellen, dass der so schnell wieder auf die Beine kommt. Ja, da ist auch schon der Wechsel angedeutet unten bei Wolfsberg. Wird das den brauchen? Der Orgel ist noch immer am Boden. Sascha Jovanovic scheint sich bereit zu machen, was wir von da unten hören. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber weiß gar nicht, ob man ihm da nicht sogar eine Halskrause angelegt hat, für den Fall, dass es da im Wirbelbereich eine Verletzung gegeben hat. Da ist Dibon mit voller Wucht dahergekommen. Ja. Geht nicht weiter für Orgel. Gerade mal 7,5 Minuten. So, und ein letztes Mal hier. Oh weh. Ach, geht er zu Boden. Scheint dem Sturz noch nicht benommen gewesen zu sein. Dafür war der Sturz noch halbwegs kontrolliert. Aber jetzt hat man ihm hier eine Halskrause angelegt. Da ist keine Chance auf Weiterspielen. Alles Gute dem Jamaikaner, der mit Sicherheit ganz schnell zu Untersuchungen gebracht wird. Also, da hebt er die Hand kurz, bedankt sich für den aufmunternden Applaus. Für ihn kommt der 25-jährige Serbe Sascha Jovanovic jetzt hier in die Partie. Ja, wie hart umkämpft, so ein K.O.-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, ohne hier besonders wortwitzig sein zu wollen. Umkämpft ist, haben wir also in den ersten Minuten schon erleben müssen. Bislang relativ lückenlos mit dieser Vierer Abwehrkette mit Schwab und Ljubicic davor. Dann die Offensivabteilung hier mit Murk, Knasmüller, Ivan und vorne Pavlovic. Und diesem System hat sich in dieser Anfangsphase noch nichts geändert.
der Kopfball geht schon wieder. Ein harter Knochen. Schwab. Wie schnell geht das jetzt? Über Ivan. Ah, der ist für Pavlovic gedacht gewesen. Nicht angekommen. Ja, Burg energisch. Und wieder ist einer verletzt am Boden. Michael Novak. Hier boah, heftig zusammengekracht auch. So, da wird Schock gefroren, um den Schmerz wegzubekommen. Alle 12 Bundesligaspiele bisher in der Startelf, Michael Novak. Wäre natürlich auch ein bitterer Ausfall in dieser Anfangsphase. Noch keine Viertelstunde gespielt. So, Michael Lindl mit dem Fairplay und Rapid fängt von vorne an. Novak noch außer Gefecht, beziehungsweise außerhalb des Spielfeldes. Tiban. Lingoli, Ljubicic und über Murk geht es zum Seitenwechsel. Da drüben nämlich Knasmüllner. Hey, Emma, aktiv in die Zweikämpfe! Eine Viertelstunde ist gespielt. Gekracht hat es schon, schmerzhaft, aber keineswegs in einem der beiden Tore. 0:0 in einer hart umkämpften ersten Viertelstunde, noch ohne die großen Torszenen. Lingolé und der schnell jetzt. Aber wie schnell? Sehr schnell. Lingolé. Wo ist der Abnehmer? Viele Meter. Sehr aufwendig. Dibon muss die Lücke füllen jetzt da hinten. Schwab. Pass in die Tiefe auf Ivan. Rapid hatte in dieser ersten guten Viertelstunde deutlich mehr vom Spiel, ist mehr in Ballbesitz. Da durchaus das eine oder andere Mal gefällig nach vorne arbeiten. Wie gesagt, noch keine großen Torchancen, weder hier noch da. Nilzer hat es gefordert, da unten an der Linie in der Coaching-Zone. Seine Mannschaft sollte jetzt ein bisschen aufrücken, ein bisschen früher attackieren. Ja.
Freiwurf Rapid. Burg. Bolingoli, wie gut ist sein Schuss? Und wie gut kommt er in Position? Gar nicht. Und dann wäre auf seiner Seite vielleicht ein bisschen Platz. Jovanovic. Und dann ist Sonnleitner doch noch schneller. Schwab, Tibon, Bolingoli. Knasmüller. Ljubicic lässt durch. Mühldür. Murg. Stark am Ball, sehr wendig, kaum zu trennen, gutes Solo. Und wie auch zuletzt etwas kritisiert von Coach Kübauer oder zumindest auffällig geworden, darauf aufmerksam gemacht hat er, dieser letzte Ball, der ist dann hin und wieder ein Problem. Aber das war ein sehenswertes Solo von Murg. Allein auch hier. Letzte Teil des Spielzugs, nicht überzeugend. Lindl. Wolfsberg gab es ja auch einen echten Umbruch. Neuer Trainer im Sommer, 9 neue Spieler. Viel Veränderung, aber auch viel Schwung in einer bis dato tadellosen Saison. Mit großem Selbstvertrauen ausgestattet. Hier auch in diese Partie gegen Rapid. Den Gegner hat man, Sie haben es gehört, vorsorglich zum klaren Favoriten erklärt, mit dem Ziel, den Favoriten zu stürzen. So, ein bisschen was Neues gibt es von Deva Orgil, der ansprechbar ist. Jetzt ins Krankenhaus gebracht wird. Mehr über seinen Gesundheitszustand gibt es im Moment noch nicht. Also in der 8. Minute heftig zusammengekracht. Tibon mit der Stirn auf den Hinterkopf des Jamaikaners, der das Spiel nach 8 Minuten schon wieder beenden musste. Viel weniger als eine ordentliche Gehirnerschütterung wird es leider nicht sein, viel mehr hoffentlich nicht. Schwab. Müdür. Murg. Und jetzt ist der Ball im Tor, 1:0. Jovanovic. Und jetzt hat er getroffen. Pavlovic natürlich, Verzeihung, Jovanovic ist auf der anderen Seite reingekommen. Andrija Pavlovic mit dem ersten Treffer für Rapid, das Ganze in der 22. Minute. Rapid führt mit 1:0. Über die rechte Seite hinaus Mühldür, der dann Murg bedient, alles korrekt. Murg hat Platz für die Flanke und auf Pavlovic hat keiner aufgepasst oder nicht gut genug. Und der war gar nicht so einfach, dann auch noch weiter zu verarbeiten. Hier schon gegen die Laufrichtung macht er gut. Und Pavlovic trifft zum 1:0 für Rapid. 22. Minute, Rückennummer 22. Schauen wir uns die nächsten Nummern durch, falls sie da Schlüsse zulassen. Frage, wie viele Geheimnisse kann Wolfsberg da überhaupt haben vor dem ehemaligen Coach Didi Kübauer, wie viel Vorteil hat Rapid durch sein Know-how über den heutigen Gegner?
bisschen verstolpert von Marcel Ritzmeier, der in der Liga schon viermal assistiert hatte, diesmal nicht zwingend genug werden konnte. Bolingoli. Ivan. Schwab. Mit dem Auge für Pavlovic. Für den ist es das zweite Cup-Spiel für Andrija Pavlovic. Und endlich hat er auch getroffen für Rapid, wie gesagt. Schwab. Müldür. Diese Kombination hat es vorhin auch gegeben. Pavlovic im Abseits. Jeder Körperteil, mit dem man einen Treffer erzielen darf, zählt, wenn man sich das anschauen muss, für eine Abseitsstellung. Da war er wohl zumindest mit dem Knie oder mit dem linken Bein überhaupt ein wenig zu weit vorne. Entscheidung geht in Ordnung. Erste Möglichkeit für Wolfsberg und da ist einer zu Fall gekommen. Lukas Schmitz, aber faul oder nicht? Wir werden es aufklären. Ein bisschen Aufregung, da ist Lindl. Die entgegen der Aufstellung, die wir bekommen haben, natürlich bei Weitem nicht so weit vorne spielt. So, Wolfsberger sind durch den Gegentreffer etwas wachgeküsst. So, wir schauen nochmal hin. Achtung da auf das Zentrum. Zunächst die Abwehr und dann stellt sich Sonnleitner rein. Das darf man schon so machen. Für mich kein Elfmeter. Aber in dieser Einstellung vielleicht auch etwas schwer zu beurteilen. Die Aufregung war nicht lange anhaltend. Bolingoli. Benitznik. Abstoß. Christopher Benitznik, der in der zweiten Runde gegen aus der Klagenfurt einen Treffer erzielt hat. So wie auch Michael Lindl. Nitznik und Jovanovic geben die Spitzen, dahinter Lindl. Dann eine Dreierkette mit Ritzmeier. Sprangler und Schmitz, wie es aussieht. Und dahinter jetzt eine Viererabwehrkette. Also Wolfsberg hat ein wenig umgestellt. Mal sehen, ob sich das auch so länger bewahrheitet. Murk, war da noch abgefälscht? Murk sagt ja, Schiedsrichter sagt nein. Abschluss gibt es für Wolfsberg. Ganz schwer zu sagen, ob Manfred Gollner den da wirklich noch berührt hat. In der Zeitlupe hätte es schon so ausgesehen. Salbauer. Lindl. Lindl. Schwab, Bolingoli, Ivan, schwierige Aufgabe für Bolingoli, aber es war ein Foul von ihm
So, da hat es auch noch ein bisschen was gegeben. Ellbogen, ich glaube, von Müldür. Keine Absicht, würde ich meinen. Spiel weitergelaufen. Sollbar. Hrnić. Nehmen ja Hrnić mit dem Wechselpass, der jetzt also den Innenverteidiger gibt. Lindl. Jovanović. Lindl. Schmidt. Lindl. Und ich glaube, von Schwab noch geblockt. Erste wirklich gute Möglichkeit für die Wolfsberger. Schmidt legt da nochmal ab. Wird ein bisschen abgefälscht und der Schuss kam von Lindl. Eckball. Auch durch Michael Lindl. Wieder einmal ist es Mario Sonnleitner. Halbe Stunde ist gespielt. Rapid führt mit 1:0 hier bei und in Wolfsberg. Den Treffer von Pavlovic in der 22. Minute. War bis dahin auch die dominante Mannschaft. Ja, hoch angedrückt, angelaufen Wolfsberg, erzwingen sie hier einen Einwurf. Jetzt mal. So, schauen wir, was wirklich war. Hat er schon ein bisschen was bekommen. Ljubicic von Vernitsnik, freilich viel, war es nicht. Aber ohne die Chance auf den Ball, dann hat sich diese Möglichkeit für den Rapidler als letzte erwiesen und es hat funktioniert. Thibon. Müldür. Sonnleitner. Lindl. Solbar. Alexander Kofler. Thank you.
Ivan. Goli. Den mit diesem Pass ein bisschen rausgetrieben aus dem Spielfeld. Einwurf für die Kärntner. Tibon. Wolfsberg drängt nach. Und er zwingt einmal mehr den Einwurf und damit Ballverlust bei Rapid. Novak. Lindl. Schwab. Ritzmeier. Kein Abseits. Angezeigt. Jovanovic. Die Defensive kann es nicht glauben, dass hier keine Abseitsstellung war. Und wieder Eckball für Wolfsberg. Michael Lindl. Und wieder Sonnleitner. Und die Chance auf den Konter, allerdings relativ alleine gewesen, Knasmüller. Der Ball ist gut für Pavlovic. Pavlovic! Da muss man das Tor treffen. Und dann schauen, was der Torhüter macht. Aber das Tor als Ziel war ja nicht unerreichbar. Wernitznik, der auf beiden Seiten zu finden ist. Wernitznik, und dann wird er gehalten, gibt den Freistoß für Wolfsberg und das ist korrekt so. Foul von Mert Müldür. Ja, die gelbe Karte wohl auch. Ist noch alles okay. Da fängt er an zu halten. Und das hat dem Schiedsrichter dann schon gereicht. Freistoß zu schwach. Nach diesem Spiel hier ORF 1 Lotterien Sporthilfe Gala und 23.55 Uhr ORF 1 Unica ÖFB Cup Achtelfinale. Die Highlights des heutigen Tages. Meine zwei Fernsehtipps für Sie an dieser Stelle. Auf das Spiel, das wir gerade sehen. Und das noch 6,5 Minuten in der ersten Hälfte dauert, wohl ein bisschen mehr durch die Unterbrechung. 7-8 Minuten in etwa auch noch zu einem richtig guten Fernsehtipp wird.
Salzburg. Der Ball ein bisschen weggesprungen. Müdür. Voll an Pavlovic. Murk. Bolingoli. Fallan Dibon, Freistoß Rapid. 5 Minuten noch, ohne die Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Die ist durch den Zusammenstoß und die folgende Unterbrechung in der 7., 8. Minute gegeben hat. Erstes Kapfspiel als Rapid-Trainer für Didi Kübauer. 6. Spiel überhaupt bei 2 Siegen und 3 Niederlagen. Achtung, Wolfsberger. Chance für Ritzmeier, Lindl, Gollner. Schwab. Bolingoli, Murk und die Situation dann doch gut und schnell gelöst. Kleines Foul von Michael Lindl. Zerhackt, zerfahren. Jetzt diese Partie hier über weite Strecken in der ersten Hälfte. Ohne die ganz großen Möglichkeiten. Eigentlich auf beiden Seiten, vor allem aber für die Gastgeber. Bolingoli, Schwab, Müldür. Snick im Kampf mit Bolingoli, Dibon. Novak, Ritzmeier. Schmitz. Wernitznik, Dibon draufgestiegen sein. Da schauen wir nochmal hin. Achtung, unten auf die Beine. Jetzt hier unten. Ja, da passiert. Das ist schmerzhaft. Ist keine Frage. Oh, der hat schon einiges aushalten müssen heute. Dibon ja auch der, der mit Orgel zusammengekracht ist. Gibt uns Zeit, vielleicht den Treffer nochmal anzusehen. Schwab auf Müldür, der bedient Murk und den gar nicht so einfachen, weil gegen die Laufrichtung gespielten Ball per Kopf ins Netz. Allerdings dafür relativ unbedrängt von Andrija Pavlovic, dem Serben. Auch
auch schon einige Verletzungen hatte als Neuverpflichtung bei Rapid und heute zum ersten Mal für Grün-Weiß getroffen hat. So, im Moment sieht das auch nicht wirklich nach. Weiter geht's aus für die Bonn. Und es gibt 4 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Als Konsequenz aus der langen Verzögerung oder Unterbrechung beim Zusammenprall von Tibon und Orgel. Ja, Tibon wird nicht weitermachen können. Ist schon angezeigt vom Teamarzt, da muss getauscht werden. Matteo Baraj macht sich bereit da unten. Und wird Tibon ersetzen. Ljubicic im Moment zurückgerückt. Muck. Oh, das ist ein unangenehmer Ball. Oh, das ist ja fast schon ein Eigentor. Andrija Pavlovic passt auf, trifft zum zweiten Mal, aber da haben die Wolfsburger gewaltig mitgeholfen. Rapid in Unterzahl zum 2:0 in der dann noch 46. Minute hier. Das Missgeschick. Da wird der Ball noch weitergeleitet. Direkt. Eigentlich perfekte Weitergabe in den Lauf von Pavlovic, der auf irgend so etwas gewartet hat und damit hier zum zweiten Mal trifft, seine ersten beiden Tore für Rapid. Marcel Ritzmeier mit seiner sehr unglücklichen Weitergabe. Und somit wird Rapid hier mit einer allen Voraussicht nach 2:0 Führung in die Pause gehen. Ja, da ist der Ersatz. Matteo Baraj für Christopher Tibon. So, und das ist es dann gewesen in der ersten Hälfte. Rapid führt hier mit 2:0 der Wechsel. Dann erst zur Pause Matteo Baraj, der
also für Thibon ins Spiel kommen wird. Und Rapid führt durch die zwei Treffer von Pavlovic, zumindest beim zweiten hat der Gegner ordentlich mitgeholfen. So, und wir nutzen die Pause hier bei diesem Spiel natürlich wieder für einen Blick zum Golden Carpet bei der Lotterien Sporthilfe Gala. Rapid darf sich zur Pause über eine 2:0 Führung gegen den WAC freuen. Ja, die Wiener aktuell mit einem Fuß bereits im Viertelfinale des Unica ÖFB Cups, denn in der ersten Hälfte ja, hat eigentlich mehr für die Wiener gesprochen und das hat sich dann auch im Torerfolg ummünzen lassen. In der 22. Minute ist es Pavlovic, der die Wiener in Führung bringt. Da klappt das Angriffsspiel über die rechte Seite. Die Flanke von Murk und Pavlovic steht goldrichtig und bringt Rapid in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Und Pavlovic ist es dann auch, der den zweiten Treffer des heutigen Abends erzielt. Kurz vor der Pause Rapid in Unterzahl. Dibon war verletzt draußen, aber das tut dem Angriff der Wiener keinen Abbruch. Wieder geht's über rechts, wieder kommt das Zuspiel von Murk, dann grätscht da Ritzmeier vom WRC etwas unglücklich dazwischen und Pavlovic trifft zur 2:0 Führung. Wir werden schauen, was die zweiten 45 Spielminuten bringen. In Kürze geht's weiter mit Spielhälfte 2 und Ihrem Kommentator Oliver Polzer. Das alles und mehr finden Sie auf Unica. Rapid Wien zu Gast in Wolfsberg nach einer Hälfte mit einem Bein im Viertelfinale des Unica ÖFB Cups. Das zweite Bein wollen die Wiener nachziehen und in dieses Viertelfinale eintreten. Gewechselt wurde jetzt auch Christopher Thibon, kann nach Verletzung nicht weitermachen. Matteo Baracz wird ihn ersetzen, da hinten in der Defensive. Und jetzt geht's los hier mit der zweiten Hälfte. Und Anstoß für die Gastgeber in Schwarz, den WAC, der also jetzt hier ein bisschen was ändern muss, auch was den Spielverlauf betrifft. Da war zu wenig möglich in der ersten Hälfte. Rapid zumindest bis zum 1:0 dominant und dann unter Mithilfe des WAC in der Form von Marcel Ritzmeier dann auch der zweite Treffer für Rapid und auch wieder durch Andrija Pavlovic, haben wir gesehen. Jetzt der Blick hinunter auf das Feld und die Ereignisse dort. Bolingoli. Christopher Thibon ja erst nach längerer Verletzung zurückgekommen. Jetzt wieder am Knöchel verletzt. Hier alles Gute. Der zweite verletzungsbedingte Ausfall am heutigen Abend. Der erste betrifft Wolfsberg-Stürmer Deva Orgil, mit dem Thibon ja mit dem Kopf heftig zusammengestoßen ist. Wernitznik. Aber das Rapid in den Zweikämpfen deutlich konsequenter. Schon das ganze Spiel über. Ritzmeier, der hätte was gut zu machen. Ja, und Lukas Schmitz, da ein bisschen zu zaghaft. Da kann man wohl auch anders auf den Ball gehen. So ganz unerreichbar scheint er nicht, wenn auch nicht einfach. Aber er hätte wahrscheinlich hechten müssen. So, und jetzt ist nicht viel zu sehen. Schiedsrichter unterbricht. Sie sehen gleich bei einem Schwenk der Kamera. Der Blick nach rechts ist ein Blick ins Nirvana. Dann ist auch für den Schiedsrichter vielleicht nicht unbedingt gut erkennbar, was sich da tut. Thank you.
So, und jetzt wird es auch für uns hier auf der Tribüne ein wenig unübersichtlich und vermutlich geruchsintensiv. Denn diese Rauchschwaden ausgehend vom Rapid-Fansektor bewegen sich hier auf die Haupttribüne zu, aber immerhin vom Feld weg. Wenngleich die dort auch nicht aufhören damit. Das muss dann dieser kontrollierte Gebrauch von pyrotechnischen Elementen sein. Ich glaube, das Spiel ist noch immer unterbrochen. Schön langsam lichtet sich der Nebel. Noch kann ich Ihnen nicht sagen, was passiert, doch ein Abschluss wird es. Kampf mit Novak. Lindl auf Schmidt. Kollner. Sprangler. Lindl. Schmidt. Voll von Sprangler an Knasmüller. Und Sonnleit. Sieger wieder Novak gegen Ivan, aber dann doch Pavlovic. Ranić. Murk. Pavlovic. Müldür. Murk. Müldür. Knasmüller. Müldür, leicht angeschlagen. Spiel läuft schon wieder. Teddy Kübra, seit 1. Oktober, Rapid-Chef. Von St. Pölten geholt oder ausgelöst. 2015 als WAC-Trainer Rapid im Viertelfinale hier besiegt. Im Moment sieht es wieder nach einem Sieger Kübra aus, diesmal allerdings für das andere Team. Aber es ist noch nicht vorbei. Sehr früh und im Keim erstickt fast jeder Versuch der Wolfsberger da irgendwie durchzukommen. Knasmüller, Sonnleitner,
Richtung Ivan und den Eckball für Rapid gibt's. Somit geht Sonnleitner vor. Baraj kommt mit. Burg, kurz gespielt, dieser Eckball. Und es steht 3 zu 0 für Rapid Gnasmüller, 54. Minute. Christoph Gnasmüller mit seinem zweiten Cup-Treffer in der aktuellen Saison. Aus spitzem Winkel, auch recht ungehindert. Hier nochmal, schnell abgespielt, kurz. Gnasmüller mit Murk, dann nochmal Gnasmüller und dieser Trick genügt schon, da um das lange Eck zu treffen. 54. Minute, Rapid führt mit 3 zu 0. Erleichterung vermutlich groß bei Didi Kübauer. Und damit ist jetzt schon sehr viel geschafft, dass Rapid hier noch 3 Treffer kassiert. Daran kann man kaum glauben im Sinne des bisherigen Spielverlaufs. Möglich ist alles. Achtung, zum Beispiel dann, wenn mitgeholfen wird. Michael Novak durfte gewähren. Hier nochmal, Baraj bedient ihn freundlich. Und dann wird es nur das Außennetz. So, Torschüsse und Tore. Da ist Rapid recht effektiv. Wolfsberg bei einem Torschuss ohne Treffer, hingegen genau das Gegenteil. Wolfsberg wird auch was ändern. Da braucht es Veränderung. Bernd Gschweidl als Stürmer kommt ins Spiel, hat schon 2-mal getroffen im Cup, 5-mal in der Liga. 5-mal, Verzeihung, in seiner Cup-Karriere, 2-mal in der aktuellen Cup-Saison und mit Rnic geht ein Verteidiger. Also klares Signal, während hier hart weiter 2 gekämpft wird. Bernd Schwein für Nemanja Rnic. Ein klassischer Mittelstürmer mit 23 Jahren, ein Rechtsfuß. Bernd Schweidl. Sauber freigespielt und Polingoli hat Platz für Rapid über die linke Seite. Ah, der war nicht gut, der Pass für Gnasmüller. Polingoli, ein bisschen Ballglück bei Rapid und
schaut auch nicht viel raus. Müde. Noch bei 13-0, die Kirchbauer hochkonzentriert und noch keineswegs zufrieden. Nach schwierigen Wochen bei Rapid könnte das aber, wenn es ein derart klarer Sieg wird, durchaus befreiende Wirkung haben. Mülldür, Gnasmüller, relativ viel Platz. Und Lukas Schmitz in Zusammenarbeit mit Alexander Kofler. Ja, gleich ist eine Stunde gespielt. Rapid führt hier klar mit 13-0 bei Wolfsberg. Jovanovic. Schmitz, Einwurf Rapid. Ah, da geht ganz wenig bei Wolfsberg, auch beim Einwurf viel zu hektisch in der Bemühung, das ein bisschen zu forcieren. Das schnelle Spiel nach vorne ist schon beim Outeinwurf der Ball wieder zurückgegeben. Schwab. Murg. Müldür. Jovicic. Schwab. Nasmüller. Baratsch. Bolingoli. Der Ball läuft recht spielerisch durch die Rapid rein. Wen wundert's bei 13-0 Polster? Sonnleitner. Lars Müller. Ritzmeier. Wieder abgefangen und jetzt ist sehr viel Platz für Murk. In der Mitte Pavlovic. Auch Gnas Müller stößt nach. Und den Freistoß gibt es hier an der Strafraumgrenze und die gelbe Karte für Manfred Gollner. Ja, übermäßig viel scheint den gar nicht berührt zu haben, den Ball stehen gelassen und dann macht es der Rapid-Spieler auch geschickt. Freistoß aus sehr guter Position. So, Murk ist dort, Schwab ist dort. Stefan Schwab. Schon einiges gefällt. Primetime heute, 20.15 Uhr. Im Moment sieht es nicht nach Verzögerung aus hier bei diesem Achtelfinale. Lotterien Sporthilfe Gala live in ORF 1. Und da glänzt nicht nur der Teppich golden.
So, ein paar andere Fernsehtipps habe ich auch noch für Sie. Morgen 10.50 Uhr Feiertagsmatinee auf ORF Sport Plus. Unica ÖFB Cup Achtelfinale Steirer Derby. GAK gegen Kapfenberg. Live also 10.50 Uhr. Und am Sonntag ab 18 Uhr in ORF 1 Sport am Sonntag mit der Auslosung des Cup-Viertelfinales. Dann auch natürlich live in ORF 1 Sport am Sonntag. Also geht uns nicht aus die Liste der wichtigen Sport-TV-Termine. Etwas mehr als eine Stunde ist hier gespielt. Rapid nach wie vor recht ungefährdet mit 13:0 in Führung. Wolfsberger haben am heutigen Tag da nicht viel dagegen zu halten. Knasmöllner mit dem Eckball. Murg. Murg. Und der ist gut. Und die Situation noch nicht geklärt. Schwab. Da ist er schon wieder. Murg. Und Schwab im Abseits. Der Ball ist drin. Der Treffer zählt nicht. Eine Abseitsstellung. Mal der Schuss, der gut gepasst hat, aber Alexander Kofler darauf gepasst. Rapid spielt, Wolfsberg bräuchte Tore. Murg, Ljubicic, Sonnleitner und die Variante sicher. Gemerkt Müldür, da rechts hinten bei Rapid, macht seine Sache ordentlich. Gollner. So, der nächste Wechsel, Neuerwerbung Jeremy Gimeno wird den zweifachen Torschützen Andrija Pavlovic ersetzen. Einen Treffer können wir uns noch mal ansehen, da ist er vom Gegner gut bedient worden. Gimeno, also jetzt Ersatz von Barcelona B, der 20-jährige Mittelstürmer. Neue Spitze bei Rapid. Zumeist den Schritt schneller in den Zweikämpfen, in der Balleroberung konsequenter, in
der physischen Präsenz klar überlegen. Da sieht es im Moment für Wolfsberg so aus, als ob hier nichts zu holen ist. Und die für Rapid bisher unglückliche Statistik hier gekippt werden kann. In den letzten 6 Spielen beim WRC ist Rapid kein Sieg gelungen. Erst einmal hat man hier in der Lavanthal Arena vor über 3 Jahren gewonnen, ein 5:0 im Mai 2015. Überhaupt der einzige Sieg hier in bisher 13 Spielen, haben wir heute schon gehört. Und bei Wolfsberg will es einfach nicht klappen. Rapid läuft der Ball dann phasenweise wie am Schnürchen, da geht das locker vom Schuh sozusagen. Wolfsberg müht sich ab hier, schwerfällig wirkt das phasenweise. So, Deva Orgel, der mit Christopher Thibon so heftig zusammengestoßen ist, hier nochmal der Schuss von Jovanovic, ist im Spital mit Gehirnerschütterung, keine weiteren Blutungen oder Knochenbrüche bis dato festgestellt worden. Eine Gehirnerschütterung ist es zur Kontrolle, wird der Jamaikaner im Krankenhaus von Wolfsberg bleiben. Und wir wünschen ihm auf diesem Weg nochmal alles Gute. Ein heftiger Zusammenstoß, Kopf auf Kopf, und Orgel hat es am Hinterkopf erwischt. Mit Überraschungseffekt. Schon in der 7., 8. Minute. Das war er, der Neue. So, dann gibt es einen Wechsel. Michael Lindl, der in der ersten Hälfte das Spiel mehr an sich ziehen oder reißen konnte, wird durch Gerald Nutz ersetzt. 24-jähriger Mittelfeldspieler, also jetzt auch mit dem zweiten Cup-Einsatz, hat er auch in der laufenden Saison schon einmal getroffen. Gegen Mansdorf. Das Ganze dann schon etwas früher in der Saison. Und wieder Rapid im Vormarsch. In 18 Minuten noch, hier ohne die Nachspielzeit. Führung für Rapid. Und es ist ein ruhiger Abend für Richard Strebinger, den einzigen Rapidler ganz in Blau.
Der jetzt allerdings hier an sich gut aufpasst, aber als Gnasmüllner nichts anbrennen und auch keine Diskussionen zu, wie er sich hier kümmert. Muss er auch so. So, nochmal, der passt gut. Strebinger macht sich auf den Weg. Gnasmüllner kommt auch, aber der darf sich hier auch gar nicht verlassen auf den Torhüter. Auch wenn Strebinger hier per Geste anzudeuten scheint, den hätte ich gehabt. Wenn es dann nicht so ist, sehen beide ganz doof aus. Spranger. Nutz. Der Neue. Ja, mit einem guten Ball da hinein und Strebinger muss nachgreifen. Dann nochmal in die heikle Zone und dann ist es für Strebinger auch nicht leicht, wenn Jovanovic da mit der Zehenspitze drankommt, wird es ganz unangenehm, ist er aber nicht. Kollner. Nutz. Und dann über die rechte Seite und Michael Novak. Die letzte Viertelstunde wird eingeklatscht und Nebel wird auch noch mal kommen aus dem Rapid-Sektor. Ritzmeier, energisch und nach wie vor voller Tatendrang. Nutz, guter Pass. Und? Der geht sich dann gerade nicht aus. Schmitz hat ihn nochmal zur Mitte gebracht, aber Schweidel vorbei. So, damit den Bildbeweis für die angefeierte Rapid-Viertelstunde. Bitte! Spranger. Lingoli. Sonnleitner. Mülltür. Dann Wolfsberg wie im Aufbau. Ritzmeier mit einem Aufsitzer, der für Strebinger schwieriger wird, als vielleicht zunächst vermutet, aber es ist viel Platz vor ihm. So, da ist Dejan Ljubicic angeschlagen und muss wohl ausgetauscht werden. Für ihn scheint Filip Maliček ins Spiel zu kommen. So präsentiert sich das da unten im Moment.
21-jährige Dejan Ljubicic da nicht mehr in der Lage weiterzumachen. Es geht hier noch 12 Minuten ohne Nachspielzeit. Und hier ist es möglicherweise auch ohne Fremdeinwirkung passiert. Wobei der Ärger, dass ich einmal nur über den Ballverlust bzw. dass da keiner mehr hingeht. Jetzt ist es für ihn um. Ljubicic also raus und Maliček für ihn im Spiel. So Leute, 79, der Skarabit wechselt aus dem Spiel, die 39, deren Ljubicic und bringt 9 Spiel mit der 16 für Maliček. Erstes Cupspiel in der aktuellen Saison für Filip Maliček. Das 8. in seiner Karriere. Und dann darf er auf dem Feld einen Sieg bejubeln, denn alles andere wäre jetzt in den verbleibenden 11 Minuten schon ein gröberes Fußballwunder. Ja, während dem Wolfsberger hier der Ball vom Fuß springt, scheint den Rapidlern nahezu alles zu gelingen. Und dann ist das Ballglück auch noch auf ihrer Seite. Pauline Goli. Das alles muss man sich natürlich auch erarbeiten. Ivan. Der Doppelpass und dann etwas verwachselt. Ivan. Schwab. Ja, das Spielfeld ganz gut im Überblick, auch das, was hinter ihm passiert. Bolingoli gut gesehen. Und gefühlt werden die Laufwege für die Kärntner immer länger. Rapid lässt den Ball gut zirkulieren. Und ohne Ballbesitz ist es dann auch schwierig mit Tore erzielen. Ritzmeier. Sprenger. Gollner. Ritzmeier. Schmidt. Zentrum. Das geht diesmal nicht gut. Und ein guter Ball in die Tiefe, Jovanovic. Stellt er sich gut rein. Viel Foul war auch nicht. Die Werbebande ist Mario Sonnleitner dann im Weg. Schmidt. Ritzmeier. Jovanovic, Novak. Oh!
Dann ein bisschen was abbekommen hier. Oder dann auch bei der Landung unglücklich. Sieben Minuten noch, ohne die Nachspielzeit. Murg. Mülldür geht. Und da wird es gelb geben. Für einen schon verzweifelten Ritzmeier. Offizielle Zuseherzahl bedanken wir uns bei euch. 3.755 Zuschauer. Hinten in die Beine gelaufen, ganz klares Foul und auch ganz klare gelbe Karte. Ja, gute Partie des 19-jährigen Mert Mülldür, dass da auch ein bisschen natürlich auf die Uhr schaut. So, vielleicht noch eine oder dann auch mal eine Chance für Wolfsberg, nicht wirklich. Oh weh. Sind jetzt auf die Hand gestiegen, fürchte ich. Jeremy Guimeno. Auch keine Absicht dabei gewesen. Gollner hier, Achtung da. Ja, natürlich. Tritt ihm hier auf den Unterarm. Oh meine Güte. So, gewechselt wurde schon dreimal. Er wird die Zähne zusammenbeißen müssen. Jeremy Guimeno. Ja, in der letzten Cup-Saison ist Wolfsberg im Achtelfinale auch gescheitert gegen den burgenländischen Landesligisten Wim Passing mit einem knappen 0:1. In diesem Jahr wird es deutlicher und dann gegen einen Klassenkollegen. Rapid wird am Sonntag ab 18 Uhr genau hinschauen, wenn in Sport am Sonntag das Viertelfinale ausgelost wird. Cup-Viertelfinale dann 16. und 17. Februar 2019. Semifinale 2. und 3. April und das Finale am 1. Mai im Stadion der Wiener Austria. Dort will Rapid dann hin. Da sind allerdings noch zwei weitere Spiele zu gewinnen. Hier steht es 3:0 für Rapid bei Wolfsberg. Wir sind gleich in der 89. Minute. Hey.
23.55 Uhr gibt es heute in ORF 1 die Highlights dieses ÖFB Cup Achtelfinales. Ein Spiel ja dann morgen auch zu sehen live bei uns, 10.50 Uhr ORF Sport Plus, GRK gegen Kapfenberg. Steirische Traditionsvereine, die da aufeinandertreffen. Sehr starke Partie von Thomas Murk, den wir hier kurz wieder am Ball gesehen haben, sehr viel gearbeitet hat und einen beträchtlichen Anteil hat. Das war Ivan, André Ivan. Schuss noch geblockt und damit nochmal Eckball für Rapid. Wir sind in der 90. Minute. Seit 4 Auswärtsspielen von Rapid kein Sieg. Heute gelingt er und dann deutlich gegen nicht übermäßig starke Wolfsberger am heutigen Abend. Sieht nach 3 Minuten Nachspielzeit aus. Schmitz, gelingt noch ein Ehrentreffer, auch das wird maximal ein Einwurf. Und die letzten 180 Sekunden laufen. Dann der zweite Sieg für Rapid überhaupt hier in der Lavantal Arena. Der erste und bisher einzige vor über 3 Jahren am 31. Mai 2015, ein 5:0. Also, so schwer sich Rapid hier immer wieder tut, wenn es dann gelingt, dann gelingt es deutlich vor über 3 Jahren. Ein 5:0 heute sieht es hier nach einem 3:0 aus. 2 Minuten geht's noch. Baratsch, Polingoli, Schwab, Gimeno, hängen geblieben, und Schmitz, aber da ist schon sehr wenig Bewegung drin, es mangelt am Glauben, nochmal ein Wurf für Wolfsberg. Aus Wien treiben das jetzt möglichst sicher über die Zeit. Auch hier wieder hängen geblieben. Schwab, ein bisschen ungenaues Spiel, ein bisschen nachlässig und vielleicht noch mal die Möglichkeit für den WAC. Und Gschweidl. Vorher war für Rapid erst im Semifinale Schluss nach Verlängerung 2:3 gegen Sturm Graz. Den späteren Cupsieger. Diesmal geht es also auch zumindest ins Viertelfinale. Die Nachspielzeit ist auch um. Und in wenigen Augenblicken wird der Schiedsrichter diesen Fußballabend beenden. Oliver Trachter hat die Pfeife im Mund. Hier ist der Schlusspfiff. Rapid besiegt Wolfsberg mit 3:0 durch 2 Treffer von
Pavlovic in der 22. und 46. Minute und dann dem 13-0-Treffer durch Gnasmüllner in der 54. Minute. Kaum nennenswerte Möglichkeiten, Chancen für RZ Pellets WAC. Die Wolfsberger müssen sich damit hier im Cup-Achtelfinale verabschieden, haben wir heute wenig zu bieten gehabt, wenig dagegen zu halten gehabt gegen eine Mannschaft von Dietmar Kühlbauer, die sich kompakt gezeigt hat, die sich in den meisten Szenen williger, entschlossener gezeigt hat, die dann auch mit Vordauer des Spiels und dem Vorsprung im Gepäck deutlich weniger mühselig zu tun hat. Rapid gewinnt hier mit 3:0, steht im Viertelfinale. Also, Süßes für Rapid, Saures für die Wolfsberger und Interessantes mit Sicherheit jetzt bei Alina Zellhofer. Nach Hartberg und der Wiener Austria qualifiziert sich also auch Rapid Wien für das Viertelfinale im Unica ÖFB Cup. Zwei Treffer von Pavlovic und einer von Gnasmüllner machen es möglich. Vier weitere Cup-Partien stehen heute Abend auf dem Programm. Die Highlights dieser Spiele, die liefern wir Ihnen dann um 23.55 Uhr in ORF 1 nach. Und jetzt geht es um 20.15 Uhr dann weiter mit der Lotterien-Sporthilfe-Gala ebenfalls in ORF 1. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend mit dem Programm des ORF und sage danke fürs Dabeisein. Tschüss aus Wolfsberg. Dritten Runde des österreichischen Fußballcups feiert Rapid auswärts beim Wolfsberger AC einen klaren 3:0 Auswärtssieg. Es ist der erste Erfolg im Lavantal für die Wiener seit 3 Jahren. Auch dank eines Spielers, der heute seine ersten Treffer für Rapid erzielt hat. Lange hat Andrija Pavlovic auf Momente wie diese warten müssen. Lange war der im Sommer verpflichtete 24-jährige Serbe verletzt. Unter Trainer Kühlbauer ist der Fixstarter und seit heute erstmals Torschütze für Rapid. Das 1:0 in Minute 22 im Karate-Kopfballstil. Kurz vor der Pause legte mit Treffer Nummer 2 nach. Marcel Ritzmeier mit der unfreiwilligen Vorlage. 2:0 der Pausenstand. Während der WRC, die zweitbeste Offensive der Bundesliga, heute harmlos bleibt, trifft Christoph Gnasmüllner in Minute 54 für die heute spielerisch dominierenden Wiener zum 3:0 Endstand. Der Ex-WRC-Trainer Didi Kühlbauer und Rapid dürfen weiter vom ersten Cup-Titel seit 23 Jahren.